als ich mit dem Boxen angefangen habe, da habe ich mir natürlich nicht diese Gedanken gemacht, ob ich das überhaupt darf oder nicht. Ich war 13 Jahre alt und hatte total Lust zu boxen und dann habe ich es einfach gemacht. Ich habe auch nicht damit angefangen, um irgendwie was in der Welt zu verändern oder einen größeren Beitrag in der Gesellschaft zu leisten. Das war nicht mein Ziel mit 13. Aber lebe ich wirklich in einer Gesellschaft, in der auch Frauen mit Hijab nicht das machen dürfen, was sie selber wollen? Warum sollte ich nicht das machen können, was alle anderen Menschen machen können? Als Mädchen im Boxclub gucken dich erstmal alle Menschen an und sagen, was macht sie da? Hier wurde ich halt ganz normal aufgenommen. Also so, ich hatte nie das Gefühl oder mir wurde nie das Gefühl gegeben, dass ich irgendwie anders bin oder hier nicht dazugehöre. Es hätte nicht besser laufen können. Ich hatte sportlichen Erfolg und war erneut auf dem Weg zur deutschen Meisterschaft. Und dann habe ich mich am Knie verletzt. Meine Trainerin und meine Familie haben mich zu der Zeit sehr, sehr unterstützt und waren immer für mich da. Das ist natürlich ein großer Gewinn für mich, aber auch ein großer Gewinn für alle Frauen. Und allein, dass ich es ermöglicht habe, dass alle Frauen sozusagen an Boxwettkämpfen teilnehmen können, das hat mich sehr, sehr stolz gemacht. Weil es sollte letztendlich auch um die Leistung gehen. Und ich weiß, dass ich immer dran geblieben bin und nie aufgehört habe. Das ist letztendlich auch wichtig, dass man an sich glaubt und niemals aufgibt. Für mich heißt es jetzt aufstehen, weitermachen und boxen. Das bin ich den vielen Mädchen in allen Kreuzbergs der Welt und mir selber schuldig.